aber auch Rassisten. Sie verachten zum Beispiel Völker mit dunklerer Haut. Sì, ok. Penso di avervi detto alcune delle motivazioni per cui non vogliamo l'Islam e ci auguriamo di non averlo mai. E voglio concludere con una cosa. Ich habe jetzt euch nur ein paar Gründe aufgezählt, warum wir den Islam nicht wollen. Und jetzt muss ich noch mit einer kurzen Bemerkung Schluss machen. Allora, una giornalista prima mi ha chiesto che cosa siamo qui a dire, che stiamo parlando fra di noi. Eine Journalistin hat mich vor kurzem gefragt, was machen wir hier, warum versammeln wir uns, worüber reden wir hier zusammen, miteinander. Se ci comportassimo come le tre scimmie che non vedono, non sentono e non parlano, non saprebbe niente nessuno, i giornalisti non sarebbero qui. Wenn wir uns so verhalten würden wie die drei Affen, die nichts sehen, nichts sagen können und nichts hören wollen, dann wären wir auf jeden Fall nicht hier. Dann wären die Journalisten auch nicht hier und dann wüsste niemand was über dieses Thema. Bravo! Concludo. Viva la libertà! Viva la democrazia! Viva la Germania! Viva l'Italia! Viva l'Europa! Viva l'Occidente! Viva i nostri valori! Vielen Dank, Frau Malkiewicz. Vielen Dank. Ich hoffe, das habt ihr alle verstanden. Vielen Dank. Molto grazie. Bravo, brava. Vielen Dank. Bevor es im Programm weitergeht, muss ich hier zwei organisatorische Dinge durchsagen. Zum einen fordere ich alle Versammlungsteilnehmer, die hier stören, die hier pfeifen, die hier dazwischen rufen, auf, damit aufzuhören. Sie stören die Versammlung und wenn sie nicht aufhören, werden wir sie ausschließen müssen aus der Versammlung. Das ist ganz klar. Zum anderen möchte ich darauf hinweisen, dass unser Stadtrat, Herr Bernd Schöppe, immer noch mit einer großen Gruppe hier im Deutzer Bahnhof ganz in der Nähe festhängt. Er ist in der Unterführung zu den Ausgängern 3 und 4 mit einer großen Gruppe aus Aachen und aus dem westlichen NRW. Und ich bitte die Polizei, wirklich endlich ihn da rauszuholen, damit er zu uns stoßen kann. Meine Damen und Herren, als nächsten Gastredner möchte ich unseren langjährigen Freund Robert Spieler aus Frankreich vorstellen. Bitte schön, Herr Spieler, sprechen Sie zu uns. Danke, 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 Markus Beisicht, für diesen wunderschönen und tapferen Kampf. Ich grüße Sie als Elsässer, als Franzose und Europäer. Ich grüße das freie Köln, das freie Deutschland. Ich grüße Sie auch im Namen Karl Lang. Karl Lang, europäischer Abgeordneter und Vorsitzender der Partei Parti de la France, der Ihnen auch sagt, er ist, wir sind alle mit dem Kampf für die Befreiung Europas. Heute erleben unsere Völker die gefährlichste Invasion, das je Europa gekannt hat. Millionen sind schon da. Millionen stehen noch vor unserer Tür. Der Islam ist uns am Überholen und das können wir nicht akzeptieren. Bravo! Bravo! Unser Vaterland, unser Europa ist besetzt. Wir werden unser Vaterland, unser Europa befreien. Charles Martel hatte vor 1300 Jahren mit Hilfe europäischer Kämpfer die Araber in Poitiers zurückgestoßen. Vor drei Jahrhunderten wurde die türkische Invasion dank europäischer Kämpfer vor Wien gestoppt. Die spanische Reconquista
erlaubte, dank der katholischen Königin Isabella und den mutigen Kämpfern christlichen Widerstands, um Spanien Europa zurückzugeben. Heute ist die Situation gefährlicher, als es unsere Vorfahren erlebten. Diese Invasion ist keine militärische Invasion, sondern eine ethnische und religiöse. Das Volk hat zu bestimmen und wir sind das Volk. Dank Markus Beisicht, dank Proköln sind wir heute versammelt. Ihr seid ein Beispiel für uns und glauben Sie mir, es ist für uns eine große Ehre, heute dabei zu sein. Aber allein können wir nicht siegen. So wie Flandern, Elsass, Frankreich, Österreich und so weiter, allein können wir nicht siegen. Wir haben einen europäischen Kampf für unsere Identität zu machen. Nur die Zusammenarbeit aller europäischen Kräfte kann uns Hoffnung geben. Moslems in Europa verlangen Moscheen in Köln, in Berlin, in München, Straßburg, überall. Wir verlangen Kirchen in Algerien, Saudi-Arabien und Afghanistan. Solange keine Kirchen in muslimischen Ländern akzeptiert werden, solange keine Moscheen bei uns. Manchmal höre ich sogar Freunde, die sagen, es ist zu spät. Die sind jetzt da. Man kann nichts mehr machen. Ich stelle Ihnen die Frage, in welcher Bibel steht es geschrieben, dass die ewig da bleiben werden? Hat sich die Königin Isabella solche Frage gestellt? Als Vorsitzender der Nouvelle Droite Populaire, der französischen Partei, sage ich Ihnen, ich will kein türkisches Deutschland, kein algerianisches Frankreich und kein afrikanisches Europa. Ich will ein deutsches Deutschland und ein europäisches Europa. Was sagen uns unsere Ahnen? Was sagen die uns? Die sagen, jetzt Schluss, jetzt geht's zum Kampf. Kämpf für den Widerstand, für ihre Identität, für ihre Ehre, ihre Freiheit. Und bitte, siegt! Robert, vielen Dank, vielen Dank. Blau. Und lassen Sie uns, meine Damen und Herren, lassen Sie uns dem Pöbel, der uns hier versucht zu stören, lassen Sie uns die gebührende Antwort darauf geben. Lassen Sie diesen antifaschistischen Mob unseren Ruf zukommen. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk! Jetzt gibt es eine weitere technische Ansage.